Was für ein Arschloch. Wir werden ihm schon noch in den Arsch treten. Aber jetzt mache ich mir erstmal Sorgen um unsere Landung. Ich meine, wir haben noch keinen Fallschirm bei, oder? Tommy, where am I? Come in, President. Egal. Can you hear me? Yes, love. But how? Since I don't have my mobile with me. I just patched myself into your simulation and projected my voice through the audio system. You should be able to hear me from anywhere. And you don't have to yell. Right, because I love voices in my head. Kinsey, I'm unarmed here. Kindly show me the exit. I can't do that until I backtrace your signal to your physical body. Until then, you're stuck there. So you might want to go buy a gun. Brilliant. So I'm off to friendly fire. Yep. Ich nehme so ein schönes Taxi. Hallo. LB zum Schnellführen, okay. Set your GPS from the map in your hub. Hub? It's like a digital information pad. You know, like... Ich glaube, wir wissen, wie es geht. Kennen wir schon aus dem dritten Teil. Nice. Can it send Sinyak a snapshot of my ass? No. Why? I want it. Egal. Das Taxi fährt sich verdammt gut für ein Taxi. Aber die Autos hier machen auch keinen großartigen Unterschied. Eventually, I'm still trying to figure out the Zin systems. Basic hacks like hooking into the audio system isn't hard. Trying to disconnect you and find your body, that's a bit more involved. And shedding these ridiculous clothes isn't a basic hack. On my list of priorities, that doesn't even make my top 500. If you had to wear this, you'd sing a different tune. If I was wearing that, I'd be asking you to shoot me in the head. Is that glowing dome something important? Hmm, not sure. I'll have to look into that. Sinyak soldiers are everywhere. From what I can see, a lot's been taken over by the Zin. There's alien technology everywhere. And you think it's the dog's bollocks? Just a little. Okay. Jo, Leute, wir sind in einer Simulation gefangen und fahren ein echt cooles Motorrad. Und sind in einer Simulation gefangen. Do you expect the entire White House was demolished? I don't know. Maybe. Why? I just thought we should rebuild it as the ultimate crib. Steel walls, surface-to-air missiles, swimming pool with a bar you can swim up to. Are you serious? And more stripper poles in the bedrooms to boot. More? Yeah. You already had some stripper poles? You say that like it's a bad thing. Wow. Awesome, right? Stripper poles are awesome! Yeah. So, Startbremse, Bremse! Okay. Ich weiß gar nicht, ob Handbremse, ob es hier eine Handbremse gibt oder wie man sie benutzt. Risky, me in a gun store. You sure they'll sell to me? I don't know. Do you remember how to shop for yourself or did being president make you too good for that? Ich glaube, ich weiß noch nicht. Ich möchte bitte eine Waffe kaufen. Eine diese. Dankeschön. Oh yeah. Kostet nur 20.000. Kann man sich immer leisten. Ich schieße eh am liebsten mit der Pistole und deswegen kaufe ich mir die auch. Und dann nehme ich noch die hier. Yay. Und die hier. Yay. Aber der Schrotflinte baller ich nicht so oft. Schaden. Yay. 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 Okay. Sehr gut. Ich habe jetzt keine Munition dafür. Scheiße. Okay, egal. Ein bisschen Grundmunition werden wir schon haben. Hope you got something useful. Ja. Cops are swarming your location. I have a Second Amendment right. Zinyak's running this place. I don't think the Constitution holds any weight here. Don't worry about me, sweetie. What's up again? Hey, hey, hey. Man schießt nicht auf seinen Präsidenten. You expect me to lie low till you find a way to free me? Not yet. There's a Zin patrol close to you that'll need to be killed before that happens. That is, if the president's up for killing a few more aliens. Capital idea, Madam Press Secretary. What can I say? I'm good at my job. They see your warm personality. True. Ja, auf jeden Fall. Ihre Persönlichkeit macht es wirklich einfach. So, fahren wir ein bisschen in die Stadt. Ich will schon mal ein bisschen Radio hören hier. Ai! Caramba!
Ich meine, Copyright und so ist zwar scheiße, aber ist mir egal, Mann. Radio muss sein. You blokes looking for me? Just kill them and leave already. Yo, machen wir. Moment, machen wir. Au! Später wird es richtig leicht, weil ich kann ja schon mal teasen. Wir kriegen speziellere Waffen als die, die wir schon kennen. Ah, jetzt höre doch auch mal zu schießen. Unsere Gesundheitsanzeige ist übrigens schon beschädigt. Meine ich. Warum treffe ich denn nichts? Muss mal kurz hier zurückziehen. Ein bisschen snipern hier hinten. Du kommst nicht heran, Vollidiot. Ja, ich weiß, meine Gesundheit ist niedrig. Aber was soll ich machen? Lädt sich halt nicht besonders schnell von alleine auf. Jetzt wieder. Okay. Ja, beim ersten müssen wir halt, wie gesagt, noch vorsichtig sein, aber beim nächsten Mal wird es weniger ein Problem. Bei den nächsten Mal, besser gesagt, weil wir müssen das öfters machen, das ist wie diese Gangkriege im dritten Teil. Oh, Alter! What's wrong with my inner sanctum? Did I say there was anything wrong? Okay, EP ist richtig. Oh, ein Auto. Danke. Sieht auch ganz okay aus. The Phoenix. Und rum hier auf die Straße. GPS-Abkürzung. Ach ja, da war ja Kinsey's Place. Da hat sich ja Pierce ganz doll wohl gefühlt, als wir da waren. Muss unbedingt herausfinden, wie die Handbremse war. So, und Red Jam. Da sind wir auch schon, hallo. There's nothing here, Kinsey. What? Damn it! Signac removed all signs of the Saints from the simulation. That means... This city isn't gonna cut me any breaks. Right. So what am I meant to do about it? Not sure yet. Though any hope you can give with gathering information on systems in the simulation would be useful. I'll leave any tasks I have for you in the quest section of your hub. Right. I feel better already. Just hang in there. I promise I'll find a way to get you out. Just try to be quick about it. Ihre nett. Huch. Die Grundlagen. Geschafft. Oh yeah. Oh, oh yeah. Oh yeah. Bargeld. 2000 Geld. 2000 Geld. Und Stufe 2. Yeah, yeah, yeah. Begleiter Fahrzeuglieferung. So, ich werde mir jetzt erstmal schön Klamotten kaufen. Wuppdi. So, ich muss erstmal. Nein, höre auf. Klamotten, Laden, da vorne gibt's was. Aufgabe abgeschlossen. Lerne die Regeln. Neue Aufgabe. Ja, das mache ich. Anpassung. Kaufe neue Klamotten. Wow, 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 wow. Okay, erstmal neue Sachen kaufen. Very importante. So, da sind wir auch schon. Planet Zin. Boah, was ein Scheißladen. Aber egal. Ich brauche was Vernünftiges zum Anziehen. Das sieht ja richtig scheiße aus. Hüte? Brohead, no man. Gibt's hier irgendwas Cooles? So richtig, ne? Der Sheriff ist back in town. Nein. Auf jeden Fall meine richtige Brille. Wäre mal ganz nett. Die hier. Aber so eine Riesenbrille. Die sieht doch ganz okay aus. Ja, komm.
Kaufen wir Oberkörper. Das könnte jetzt etwas dauern, Leute, aber ich muss meinen Charakter mal anpassen. Schön Trenchcoat. Was holen wir uns denn Schönes? Hier, schön. Mr. Agent. Ne? Hier war das Lockereres haben. Also das Lockeres gibt's hier gar nicht. Nee. Warte mal, dann holen wir uns. Ach komm. Hauptfarbe nehme ich mal hier so ein schönes. Nee, hier sind ja die Saints. Das heißt, wir haben hier schön Violett und Zweitfarbe. Hoch, nee, schwarz natürlich und Drittfarbe. Of course, schwarz. Kaufen! Okay. BH brauche ich glaube ich nicht. Unterkörper, nehme ich mal hier schön Anzughose. Hauptfarbe schwarz kaufen. Yo, Schuhe. Nee. Nein, nein, nein. 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 Keine Sneakers. Für hier schön schicke, geile Anzugschuhe. Weil, was haben wir von Barney Stinson gelernt? Im Anzug läuft alles besser. Hier mit schönen Hackenschuhe ist bestimmt auch geil. Hier schön präsidiale Schuhe. Hier schön schwarz. Und schön schwarz. Alles klar. Unterwäsche passt. Piercings. Yay. Ich habe mir ja vor kurzem selbst ein Piercing stechen lassen, ne? Aber ich hasse es so sehr, dass ich diese verfickte Kugel nicht mehr reinbekomme. Also man muss das ja... Also ich habe mir ein Piercing an der Unterlippe stechen lassen. Sieht irgendwie kacke aus. Man muss das ja festhalten, quasi diesen Stab. Und dann... Okay, ja, auch nichts Gutes. Gibt es ja noch Anführung? Go! Nee, nein. No, nein. Okay. Nope. Okay! Perfekt. Man muss ja diesen Stab festhalten, damit er sich nicht mitdreht. Aber es ist manchmal gar nicht so leicht. Oh, eine Mission. Zalanda erkundet. Jo. Ich mache erstmal die Quest hier. Obwohl, ist es nicht das, was wir machen sollen? Ich habe keine Ahnung. Gehe zum Ziel. Warum gehen, wenn man auch fahren kann? Yeah! Genießen wir die Musik. Klaue das Fahrzeug. Immerhin. Okay, was war das? Oh. On, let's go, come on! Oh yeah! Fuck you. Nein! Oh, that was too close. Zu knapp, Leute. Was soll denn das? Ich gebe einfach Vollgas. Dann fahre ich euch alle drüber. Was ist los, Alter? Monster Truck Action. Oh. Ah, so. Ja, kein Problem. Huch, das weiß ich nicht. So, da, oh, hier schön darüber. Entschuldigung, Entschuldigung, mein Fehler. Entschuldigung. So, geschafft. Hup, hup. Virus eingesammelt. Yeah, awesome. Oh, guck mal hier, Smart.
Die möchte ich bitte haben. Oh, da sitzt ein fetter Bauarbeiter in dem kleinen Auto. I can't believe it! Bringe ein Fahrzeug zu Rimjobs. Nehmen wir doch hier gleich mal den Smart. Und pimpen den ein bisschen. Yeah. Immer noch Burn It Down. Das läuft aber lange. Wow, ist ja gerade ein Auto von mir gefahren. What the fuck? Was passiert hier? Burn it down. Burn it down. Burn it down. Der war gerade ein Strip-Schuppen. Woop. So, mit unserem süßen kleinen Smart. Haben wir schön zu Rimjobs. Und lassen wir den da ein bisschen pimpen. Pimp it up, bitch.